So, da sind wir beim letzten Ei der Reihe angekommen und das ist, glaube ich, auch eins der schlimmsten Rätsel, auf die ich mich gar nicht gefreut habe. Deswegen ganz, ganz zum Schluss. Befehle verboten, wurde ein Schild versteckt, das wir finden müssen, um weiterzukommen. Alles klar, dann sucht, ihr Kielschweine. Jawohl. Ist ja schön mit den Stäben hier. Die sehen zwar dekorativ sehr toll aus, aber das Laufen macht keinen Spaß. Und der 1819 ist schöne Plus, also von daher habe ich da, glaube ich, Total. weniger Probleme. Ist ein Schild versteckt. Ich wette, irgendwo im Boden unter dem Glas oder Ah, so. das kann gut sein. Das würde Habe ich schon passen. erwähnt, dass ich so Suchspiele gar nicht mag? Du, das ist okay. Da musst du durch. Ich scanne gerade die ganzen Büsche ab. Busch, busch, busch. Ja, Ah, ne, ich bin gerade. da. Ich hab's gefunden. Da, wie du gesagt hast, Wo? unter Glas. P-Mittel. Ja. Genau. So, am besten spielt nur Rouge, die Jury guckt zu. Nee. Da es sonst ein Durcheinander gäbe. Es scheint alles friedlich. Oh, das Grün ist echt grausam zu lesen. Doch du weißt nicht, was sich sonst noch in deiner Umgebung befindet. Sei vorsichtig, du kannst auf dem Weg sterben. Viel Glück. Tipps, Trichter, Knöpfe, Schilder. Nun geht es los. Finde den Weg zum, zum. Zu zum. Nichts. Zum Punkt, 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 Weiterer Tipp auf dem Weg, dahin findest du, was du brauchst. Verbot, Perks, Fly. Erlaubt, Chestinhalt. Ja, let's go. Es sind ja für alle einmal drin. Von daher. ja, wir können nicht zugreifen, wir haben noch kein Ad. Ja, das tut mir leid. So, Alien hat doch Ed. Ich doch auch. So. So, hier. Wieso gibt er uns keine Hose mit? Das haben wir auch gerade gedacht. Der hätte uns Perversling. eine Hose anstatt dem Helm geben können. Achso, ich lege mal die Karotten hier rein. So, die darf ich ja nicht haben. Ich habe nur die 10 Steaks. So. Toll, und wenn wir sterben, sind die 10 Steaks weg, oder was? Das ist ja auch toll. Hier geht's Nö, los. gleich. Part 1. Jeder Part ein Spieler. Hä? Verstehe ich nicht. Egal, rein da. Geronimo! Guck mal nach unten, das sieht nicht gut aus. Aber soweit hatten wir es ja auch schon im Dings gesehen. Bin ich ja schon mal abgekackt. Da bist du schon einmal verbrannt, genau. Fleisch überall. Spinnenweben sind einfach so lästig. Ah ja, ich habe hier noch Pixel. Nein, ich habe das Fleisch von dir gegessen. Du hast das Fleisch verbrannt? Hab's überlebt. Ich bin unten. Oh Gott, ey. Okay. Oha, hier sollte man noch mal einatmen, bevor man runtergeht. Zum Glück Auf haben dem wir. Weg. Was kann man zum Glück? Den Wasserball von rechts schon laufen. Da ist ein Pisten im Weg. Ich glaube, hier ist ein Knopf. Was passiert? Ja, man kommt durch. Noch aktiv. Unterwegs war ein Trichter letztes Mal noch. Hat ihn einer leer gemacht? Ich habe alles dabei, nur ich habe den Knopf gerade gedrückt und bin nicht mehr durchgekommen. Warte. Glückwunsch, den Teil hast du geschafft. Entkomme dem Labyrinth. Du kannst ein Item finden, womit du ein anderes Item finden kannst, welches dir Zugang zu einem Secret ermöglicht. Ein Item, mit dem man ein anderes Item finden kann. Aha. Part 2, ein Spieler. Musst du aber perfekt timen mit dem Knopf, ne? Das muss man echt perfekt timen, ja. Zu zweit easy, alleine tue ich mich da gerade echt schwierig. Moment, ich schaff's gleich. Ich muss einmal Luft holen. So. Schnauze. Oh. Das dauert aber alles sehr, sehr lange hier. Wieso Yay, ich Busch? bin bei Part 3. Warum? Und warum bin ich das nicht? Und mein Sauerstoff wird langsam knapp. Okay, wenn du das, wenn du hier Ah, ich durchgehst, kann dann noch mal kommst atmen du gehen. Okay. wieder zurück. Puh. Das Secret ist danach nicht mehr zu erreichen. Okay. Warte mal kurz.
Busch. Wir kommen da jetzt hin. Ja, nicht zu weit vorlaufen. Ah, okay. Ja, ich bin schon wieder am Anfang. Ein Trichter gefunden. Feuerschutztrank. Oh, ich hasse dieses Labyrinth. Wieso hast du das so schnell gefunden? Glück. Panik, weil ich am Ersticken war und Glück. Da war nichts Alien. Nee, da war nur ein Feuer. Ah, und Luft schnappen, ganz tief. Oh, das ist ja wenigstens mal fair. Das ist ja wenigstens mal fair, die Ecke. Ich glaube auch, dass Busch einfach Sauglück hatte. Ja, in der Panik habe ich versucht, wieder zurückzurennen, weil ich habe ja meinen Helm nicht auf. Ah, ah, hier, Alien! Ich bin in Lava. Uff. Ja, wie bist du in Lava? Deswegen hast du ja den Feuerriesitrank, dass du da durchkommst, um das Secret zu finden. Wir haben einen Feuerriesitrank? Ich hatte keinen Feuerriesitrank. Das hat er gesagt, er hat einen gefunden. Ach so. Das ist hier ein Secret, oder was? Ja, ah, ein Item, mit dem du ein anderes finden kannst, ja. Na klar. Okay, warte. Das müsste ich doch Fire Resistance haben. Nee, hab ich nicht. Das war ein Wurftrank. Das war nicht clever gewählt. Toll. Wurftrank. Ja, gut. Ich würde sagen. Bringt dir nichts, weil kein PvP an ist. Ich würde sagen, du darfst kurz den Perk anmachen, weil du hättest ja jetzt den Wurftrank gehabt. Ich hab den Fire Resistance Perk nicht. Dann müssen wir Plätze tauschen. Ich hab. Wo bist du denn? Ich komm hoch wieder. Hochgeschwommen. Hoch, 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 hoch. Ah, okay, das wäre natürlich auch gegangen. Aber ich muss vor allen Dingen auch noch den Perk einschalten. Slash Perk. Perk Feuerresistenz. Okay. Kann man in Lava atmen? Ja, da kann man atmen. Das ist ja klar, ne? In Lava atmen ist ja logisch. Ah, 2 Enderperlen habe ich gefunden. Oh, die brauchen wir. Die brauchen wir hier. Nicht verschwenden, nicht verschwenden. Wir müssen überlegen, wofür. Entweder brauchen wir sie, um über die Lava... Ja, steht hier auch. Du brauchst sie später im Spiel, ja. Oder wir brauchen sie, um da runterzukommen. Also eins von beiden brauchen wir. Warte mal, ich will hier nochmal ganz kurz was gucken. Okay, hier sieht man nicht viel. Wenn du hier durchgehst, kommst du nicht mehr zurück. Das Secret ist danach nicht mehr zu erreichen. Ja. Okay. Ja. Zwei Sachen. Einmal. Achso, warte, ich muss den Perk wieder ausschalten. So, fair bleiben. Hier kommt mal hinter. Und entweder wir brauchen hier die Enderperlen, um einmal hinterzukommen und wieder zurück. Hier ist kein Knopf. Ja, das klingt nach logisch. Das können wir. Oder wir müssen sie nach da unten werfen, um hier durch die Eisenfalltür zu kommen. Oder. Ja, es ist halt die Frage. Die Zeit ist gekommen, finde den Knopf. Du kriegst 2 Tipps, wenn du in dem Raum bist. Okay. Bitte nicht so wieder. Ich hasse es, so einfach suchen zu müssen. Ich bin zu blöd, in die Mitte zu gehen. Der Knopf ist für den Bereich nicht gedacht. Was heißt denn, der Knopf ist für den Bereich nicht gedacht? Macht er auch hier vorne die Tür auf? Warte mal, ich gehe den nochmal klicken. Nein, hier nicht. Klicker den nochmal weiter. Hier auch nicht. Der ist mit EU. Wie kommen wir in den Raum rein? Hier ist irgendwo ein versteckter Knopf. Wahrscheinlich hier. In der schönen Ecke, wo man ihn nicht sieht. Oder hier hinter der Lava oder irgendwie sowas. Ich hab mir auch gerade gedacht, hinter der Lava. Oder da hinterm Wasser irgendwo. Da ist nicht. Ja, ich weiß nicht, wie wollen wir vorgehen?
Darüber hüpfen. Darunter hüpfen. Selbst wenn wir bei der Truhe sind. Es ist eine Redstone-Truhe. Ah. Ja, ja, die könnte auch hier den Deckel aufmachen zum Beispiel, ne? Könnte sein, dass die hier den Durchgang öffnet. Den oder den da hinten. Soll ich riskieren, die Perlen zu werfen? Ja, mach. Geh mal und hol die Kiste. Ich denke mal, dafür sind sie gedacht. Ja, also einmal rüber und dann wartest du da drüben, bis wir uns ganz sicher sind. Was ist das? Nein! Du bist reingefallen. Cobweb von Just Sonic signiert. Du bist reingefallen. Es ist ein Fake. Also heißt das jetzt, ist es nicht mehr machbar, weil wir jetzt die Enderperlen gewastet haben? Das könnte es heißen. Das Problem ist, ich könnte jetzt versuchen. Meint ich überlebe das, wenn ich ganz schnell da durchschwimme? Nein, du bist in Lava extrem viel langsamer. Und die Wasserläufer bringen dir da nichts. Aber wenn ich springe, bin ich hier schon fast drüben. Probier es auch, ja. Du verlierst deine. Also ganz ehrlich, ich verspreche dir, du stirbst. Ja gut, dann muss ich wieder zurück mit der Perle. Dann können wir die halt für nichts anderes mehr verwenden. Ja. Wenn wir dann halt immer weiterkommen, ist es halt so. Ja. Dann müssen wir beenden. Okay, dann, so, weil hier vorne die Eisentür haben wir auch nicht, wie wir die aufkriegen, ne? Korrekt. Was steht denn da hinten auf dem Schild? Slash Wand, was? Quarz wäre nicht. Ach so, echt? Wieso? Ah, wegen des Knopfes. Ja, aber hier kommt man halt nicht mehr zurück. Drückst du nochmal? Ja, meinst warte mal, du? Ich will auch mal reingucken. Ja, Alien ist ja noch draußen, ne? Hier sind nur Cobwebs unten. Ja. Was ist denn? Magst du nochmal den Knopf da drücken? War da was drin? Ja, da geht's halt runter. Ne? Okay. Dann haben wir hier noch. Wir wollen aber noch einen Zimmerraum rein. Wie kommt man da rein? Ist hier ein Knopf irgendwo, den man erreichen könnte? Durch die Gitter? Nee. Ach so, kann man mit den Enderperlen durch das Gitter backen? Weil ich weiß, nicht durch Gitter und. Da drin ist noch ein Knopf. Wir sollten nicht alle hier reingehen, ne? Stimmt, weil den Knopf da unten. Ach so. Stimmt. Der Knopf ist nicht für hier gedacht, heißt, wir sollen abbauen und woanders hinbauen. Nein, Quatsch. Oh, nee, wir dürfen ja nichts abbauen, ne? Außerdem braucht man doch, dachte ich, Steinpick, oder? Der Steinknopf? Ist auch egal, wir dürfen es eh nicht abbauen. Jetzt müsste ich eigentlich wissen, ob man einen Stein mit, einen Steinknopf mit der Hand abbauen kann. Bisschen enttäuschend ist das schon, ja. Also ich würde sagen, wir kommen hier gerade nicht weiter, deswegen, wir könnten versuchen, einer hüpft da runter und guckt, was unten los ist. Ich hab mal eine Idee. Er hat dich doch hier genatzt, ne? In der Truhe war nichts drin, oder? Ja, der uns genixt, ja. Und was ist, wenn der uns gar nicht genixt hat, sondern dass die Truhe, wenn sie offen ist, das Signal aus... Oh nein! Bring in die Lava. Nein! Du bist ein Genie! Wir haben einen Knopf und einen Block auf Quarz-Gutschein für Busch Kalibur. Wo seid ihr hin? In die Lava, über die ich mich drüber teleportiert habe, sind wir. Ich bin da auch reingesprungen, aber ich bin halt sofort wieder raus. Aber wo ist der Knopf, um hier wieder rauszukommen? Ah, oh, das ist so typisch Sonic, hier einfach rein. Ja, okay. Müssen wir hier hinbauen, oder? Ach so, ich habe doch einen Knopf im Inventar. Ja, nur wohin? An den Block, an den ersten, bei der ersten
Oben. Ah nee, das geht ja nicht. Nee, das geht alles nicht. Platziere ihn doch da einfach auf dem Block unter dir. Unter mir? Da unten drauf? Da, wo du drauf stehst, ja. Ja, das geht. So, jetzt haben wir Block Quarz Kalibur. Was bringt er uns? Den Block auf Quarz. Gutschein für Busch Kalibur. Ich spring da jetzt mal runter. Du springst da runter für den Knopf wieder haben. Ich kann diesen Knopf nicht dran. Ich kann mir den nicht noch für irgendwas gebrauchen. Ja, aber wir dürfen ja nicht wieder abbauen. Hm. Ich bin ein gemeiner Sack. Entnimm das Kalibur. Gutschein drin. Erforderlich. Ich hab in der einen Truhe ja ich hab noch einen Knopf. Ja, dann hier! Dann hier für die zwei Tipps. Wie, du schleppst die ganze Zeit einen Knopf rum und weißt es nicht? Ich hoffe nicht drauf. Fail. Okay. Oh. Warte mal, bevor er da reingeht, Rouge, magst du mir erstmal den Gutschein für Busch Kalibur runterwerfen, bitte? Ist ein bisschen zu spät, aber ja. Warte. Ja, also das, ihr könnt euch ja gegenseitig noch wieder rauslassen. Und ja, komm mal hier die Treppe hoch. Ich bin schon runter. Ja, komm mal die Treppe hoch. Ach, ganz runter. Ja, ja. Wieso klar. Bist du denn schon ganz runter? Weil ich schauen wollte, ob da was ist. Ja, aber wir waren doch hier oben noch gar nicht fertig. Tja, egal. Ich bin ganz unten. Aber, ja. Und, was hast du gefunden, Mann. Alien? Wieder. Wieder. Tipp 1. Anspielung. Tipp 2. Du fällst durch das Ei. Ist das einfach nur der Tipp, dass wir da runterhüpfen sollen? Ja. Der Knopf ist für den Bereich nicht gedacht. Okay. So, Achtung, Busch. Bleib doch mal stehen, wo du stehen wolltest. Der hat einfach gar. Ich habe mich weiter umgeschaut. Du hast einfach keine Ruhe. Das war, weiß ich, ob es clever war, aber dann komme ich jetzt auch runter. Ja, okay. Weil ich komme jetzt eh nicht mehr zurück oben ohne Hilfe. Ja. Der Knopf war ja für den Nicht-Bereich nicht gedacht für den einen, also kriegen wir wahrscheinlich nochmal einen Knopf. Also hier heißt entnimm Busch Kalibur Gutschein erforderlich. Ich bin jetzt noch auf der Suche, wo hier irgendeine Truhe ist oder so, wo man den Gutschein reinlegen oben kann. Oben kann man die Redstone-Schaltung ETC sehen. Finde die Truhe. Tauscht einfach nur, oder? Finde die Truhe. Entnimm Busch Kalibur. Ja, aber wo soll man es entnehmen? Aus dem Rahmen. Aus dem ja, Rahmen. Aber dann braucht man den Gutschein doch nicht. Ja, das ist wahr. Ich glaube nicht, dass wir so, dass wir das einfach jetzt nehmen oben sollen. Oben kannst du das Redstone sehen. Dankeschön. Ich habe ein Buschei-Kopf. Du hast das Buschei gemeistert. Du hast das Buschei gemeistert und du hast das Buschei gemeistert. Was hast du getan? Ich habe Busch Kalibur gedreht. Du hast es einfach nur gedreht? Denn mit dem Gutschein hätten wir es garantiert gemerkt, dass er falsch ist. Für jeden einen Kopf, oder was? Jo, sieht so aus. Okay, das war's. Das war's. Das war's. Aber gibt's da nicht noch was in diesem Ei? Ich dachte auch, hier müssen noch mehr sein. Da war noch diese... Oh mein Gott. Da war noch... dass der die extra gepixelt hat. Möglich. Ich lege mal direkt in die EC, bevor es schief geht. Ich glaube, die hat er extra gepixelt. Hier, guck mal, der Busch Kalibur Gutschein, den kriegst du. Und hier, das Kopfweb kriegt Super Alien, bitteschön. Dankeschön. Dann kann ich das jetzt wirklich austauschen. Das... Ja, okay. Ich wusste, du Schummler. Tja. Tja. Ich wollte Kalibur mitnehmen. Aber hier waren doch noch Sachen zu sehen, an denen wir gar nicht vorbeigekommen sind letztes Mal. So diese Todesfallen und so. Ja, mit den ganzen Troppern an der Decke. Das war's an der Decke? Also hier waren wir natürlich noch nicht, weil das ist ja Teil des Rätsels jetzt mit gewesen. Ja, aber das ist ja jetzt Ende. Wundert mich ein bisschen, weil an irgendeiner Stelle... Ich habe das Gefühl, wir haben was übersprungen. Schadenstränke. Ja eben, das meine ich ja, die habe ich gesucht. Kann das sein, dass wir... Ja. Irgendwas übersprungen haben?
Tür, diese eine Tür, wo wir nicht reinkommen, dafür ist für den ist der Knopf nicht geeignet für den Bereich, wo das dran stand. Ja. Wollen wir mal einen Knopf abbauen und das testen? Wir sollten da einfach nochmal hin, aber die Frage ist, wie kommen wir jetzt so schnell nochmal dahin? Ja, ich fange jetzt nochmal von Anfang an mit meinen Perks, aber... Ah ja, das ist eine gute Idee, das mache ich auch. Feuer und alles kann. Das mache ich dass auch. Dass wir das zumindest noch sehen. Dass wir das sehen, was wir da übersprungen haben und im besten Fall auch, wieso wir das übersprungen haben. Ja. Gut, ich hatte ja einen Knopf im Labyrinth gefunden. Den haben wir genutzt. Den anderen Knopf, der unten drin ist, brauchst du, um aus der Treppe wieder rauszukommen. Dann hast du quasi keinen Knopf mehr über. Genau. Das ist ja das Problem. Und dann ist die Frage, haben wir irgendwo einen Knopf übersehen zum Mitnehmen oder so? Nee, wahrscheinlich nicht. Ja, wir schauen nochmal. Man kann den von der Treppe ja auch so platzieren, dass man ihn dennoch noch danach wieder abbauen und mitnehmen kann. Man darf aber doch nichts abbauen. Ah, okay. Da haben wir aber den Gutschein für Dings Calibur gekriegt. Habt ihr den Trichter geleert hier? Ja, der ist leer. Ja. Da war der Knopf drin. Was ist denn das für ein Knopf? Welcher? Der hier. Da kommst du dann weiter durchs Wasser. Ansonsten wird es versperrt durch einen Block. Ach so. Auf jeden richtigen Weg wieder finden im Labyrinth. Vielleicht war in dem Labyrinth auch irgendwo noch ein zweiter Knopf. Oh Gott, da muss man ja schnell sein. Ja. Och Mann! Das nervt. Auch 5 Anläufe gebraucht. Oh! Sonic! Ich baue gleich einen Hebel da dran. Oh, jetzt! Ich hätte gern Buschbau gesetzt, aber dann wärst du vermutlich ganz oben rausgekommen wegen dem Wasser und so. Ja, kann gut sein. Kann ich nicht wieder so leicht finden wie beim letzten Mal? Den Weg nach unten und so. Ich hab ihn. Nee, ich hab ihn nicht. Das ist Schnappluft. Ah. Ich bin halt Pro-Gamer, ich bin schon wieder unten. Warum? Weil ich cool bin. Warte. So, unser Problem ist ja hier die Tür, ja? Ja. So, ich nehme jetzt einfach den Knopf hier mit. Ich will nämlich wissen, was dahinter kommt. Magst du die TPA annehmen, Alien, bitte? Ich muss nochmal schicken. Ich hab mir zeitgleich eine geschickt. Ich kann nur eine annehmen. Ah, okay. Kann ich trotzdem gemoved werden? Ich will zuhören. Ich will, kann mich auch muten. Sonic. Ach so, ich bin ja no perk und so. Haben wir verpasst. Ah ja, Trapwire und Achtung, genau über uns sind. Ah! Ich sag Achtung, genau über uns sind. Ey, du bringst mich um. Ich bin schon tot. Ah, geil. Okay, bitte mit Fleiß skippen, falls zu schwer. Der Fleiß ist verboten. Schade. Ah. Okay. TPA Busch.
Okay, ich bin durch. Oh nein, ich bin nicht durch. Oha. Oha. Also ich kann. Nein, man kommt hier wieder raus. Man kommt wieder hier vorne hin. Genau. Warte, warte, warte. Wo sind wir denn? Achtung, da ist die nächste Falle. Erstmal heilen. Kamikaze, Super Alien. Oh mein Gott. Ihr seid schon im ersten Teil, ihr seid schon im ersten Teil vorbei, quasi. Der Rouge-Panzer, nur. Ah, das hätte mir natürlich geholfen, ja. Der Rouge-Helm, nur ein wahrer YouTuber kann diesen Helm tragen. Der Rouge-Panzer, nur ein wahrer YouTuber kann diesen Panzer tragen. Die Rouge-Schuhe, nur ein wahrer YouTuber kann diese Schuhe tragen. Oh Mann, du willst mich doch. Oh mein Gott. TPA Rouge 83. Ich stehe gerade ganz unpassend. Dankeschön. Ich stehe gerade sowas von unpassend. Oh, du bist ein bisschen gefährlich da. Nein. Soll ich mal auf die Wire hüpfen? Hey, hey! Ich hab's nicht geschafft. Es ist echt hart, Alter. Au! Aber hier geht's halt auch nicht weiter. Aber Alien, ich hab hier Rüstungen für dich. Warte. Wo sind wir denn jetzt? Das kann man nicht schaffen, oder? Einfach doch. Das habe ich gerade geschafft. Wo müssen wir denn hin? Oh, die Tränke sind leer. Ah. Echt? Ja, sehr gut, aber es noch nicht zu geizig. Hat er keine automatische. Au, die sind noch nicht leer. Ich habe die. Oh, ich habe alle Items erstmal gesaved. Wir können nachher wieder deinen Busch. Ja, danke. Ich hab mir einen meiner Notbüsche aufgesetzt. Ja, ich hab den Busch, ich hab Karotten, Yeezys, alles aufgesammelt. Aber hier sind wir ja eben runter. Ja, auch ganz. Magst du mir mein Stuff, meine Dings? Ja. Wir gehen unten. Jetzt sind wir wieder oben. Ich hab keine Ahnung, wofür das hier gut sein soll. Wo geht's denn hier raus? Danke. Also hier ist. Hey, wieso kommen da ab und zu noch welche? Weil noch nicht alle leer sind. Okay, hier kann man rüber quasi. Ne? Also ich muss sagen, dieses Jump'n'Run hier finde ich echt cool. Ist ein bisschen schwer, aber ist cool. Aber wir kommen doch hier nicht weiter, oder? Jo. Hey, komm bloß im Wasser. Und Glückwunsch, du darfst nochmal. Wie Glückwunsch, du darfst nochmal? Ja, hier. Drück mal auf den Knopf. Wie bist du da rausgekommen? Ich bin am Anfang durch die Lava gesprungen. Ach so. Okay. Drücken, genau. Hä? Ach so. Und wo kommt. Ach! Man kommt hier ursprünglich. Oh mein Gott, man kommt hier ursprünglich ganz anders her. Ursprünglich kommt man hier, fällt man runter. Und dann kommt man hier hin und muss sich wieder hochkämpfen. Oh mein Gott, ja. Man fällt hier rein, wo du jetzt stehst, Alien. Ah, das ist. Wir haben doch. Oh, setz mal Buschbau, bitte. Ja. Wir haben doch alles gesehen. Ich habe ja die zwei Tipps geholt mit dem Knopf. Ne? Ja. An der Tür in den Knopf gedrückt, um wieder rauszukommen. Und da sind dann Pistons aufgegangen. Da bin ich aber nicht reingefallen. Ah. Da wäre man hier runtergefallen, wahrscheinlich. Und dann hättest du dich hier durchwursteln müssen, obwohl es total sinnlos gewesen wäre. Genau. Weil es vollkommen optional war. Ja, okay, verstehe. Ah. Okay, dann haben wir aber echt alles gesehen, oder? Dann haben wir alles gesehen, ja. Wobei, ich meine, ich hätte noch was gesehen. Mit noch mehr Wurfdingern an der Decke, aber. Warte mal, ich gehe nochmal P Middle. Ah ne, das geht, da kann man nur hin. Das kann man nur sehen, wenn man Fly hat. Das
Wenn man nur Fly hat. Ich gesehen. Na gut, dann verabschieden wir uns mal von den Leuten, ne? Ja, dann sagen wir mal ciao, oder? Ja, das war das letzte Ei von den Vieren und ihr wisst, was ihr zu tun habt. Wenn euch der Raum, wollte ich gerade sagen, wenn euch das Ei von Sonic mit seinen Rätseln am besten gefallen hat, dann lasst ihm den Daumen da und dann bleibt mir nichts anderes zu wünschen als allen vier Teilnehmern viel Glück, die meisten Likes unter euren Eier-Videos und wann genau wir die Likes zählen, geben wir noch bekannt. Genau, ich denke, das werden wir bei allem in die Kommentare schreiben. Ne? Das, was genau, schreiben wir in die Kommentare auf jeden Fall rein. Und erzähle ich auch noch mal im Stream und dann sollte das bald geklärt sein. Und falls ihr noch nicht abonniert habt, lasst ein Abo da. Bis dann, ciao. Ciao.